Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man Dry mit der Alex Mega Man 85 und der labert mir schon wieder bei der... Ja, super. Okay. Also ich bin das jetzt mal Ruhe hier im Karton. Das ist der Alex Flattermann 85 und ich bin der Dave Durantwy und das hier ist die X3-Hülle, nur original mit dem X3 davor. Und wir spielen den Mega Man Dry, den trockenen Mega Man. Ja, wie Pampers Dry. Halt. Und Jule. Ja? Wir haben dich lieb. Ich euch auch. Das kam schon ein bisschen flüssiger diesmal. Ja, schön. Diesmal ging es ein bisschen flüssiger, ja. Das war so niedlich in der letzten Aufnahme. Ich habe vorgestern den Part gesehen. Ich hab euch lieb. Ich fand das super. Ja, wir müssen so ein bisschen erziehen. Ist ja auch noch jung. Ja, sie muss noch warm werden. Ich bin noch jung. Mein Dennis verzieht es ja auch ordentlich, aber... Ja, im Verhältnis zu uns alten Säcken bist du jung, ja. Oh. Ja, ist so. Was? Nein, ein Energietank. Doch? Ach so, das war gar nicht mir gedacht. Nee. Ach, Alex. Ich rede da nicht mit euch. Als ob die mit uns sprechen würde hier. Ja, eben. Was machen wir hier eigentlich, Dave? Labern. Ihre Belustigung sind wie ihre Lakaien. Ja, genau. Das ist doch jetzt, soll unter Wasser darstellen, ne? Ja, das ist auch. Ach, das ist Wasser, ach so. Mit Pinguins. Ja, gut, also. Pinguin? Jo. Das sind. Also, ich sehe immer nur was Weißes daherhuschen. Es könnten auch Geister sein, aber ich sehe jetzt nicht wirklich Pinguine. Stimmt, ja. Ist das bei euch am Längen? Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen, ja. Es ist hauptsächlich bläulich. Eine Super Mario-Röhre. Ja, da kann man aber leider nicht rein. Noch ein Leben. Ach, nicht noch ein Leben. Oh, nein. Na, nee, ich darf, ich muss hier lang. Schon fast wie eine Katze. Ja, so ein bisschen leckt es. Ja. Wow. Jetzt kommen auch Grün dazu von der Farbe her. Stimmt, ja. Es wird. Doch. Ich muss jetzt nochmal die Kacke hier verwenden. So. Sagte der Kanalarbeiter. Das sieht ja hier sehr nach Kanal aus. Obwohl irgendwie. Ja, doch, stimmt. Hat auch schon was, wenn da so ein bisschen wuschig ist hier das Bild. Und dann das ist manchmal so ein bisschen Tiershow, aber es hat was. Mhm. Wenn euch das mega stört, dann ändert euch das. Nein, wir sind ja auch bei Mega Man. Das stört mich das mega bei Mega Man. Ja, warte jetzt, stell dir doch nicht. Nein, das ist schon in Ordnung, das ist alles super. Spiel du mal. Ansonsten schrei ich gleich laut. Dann erschrecke ich mich aber. So, ich esse mir jetzt übrigens ein Brötchen mit Teewurst und ich widme es euch. Ist es denn Rügenwalder? Nein, es ist Stockmeier. Schade. Weil ich bin armer Student, Rügenwalder ist zu teuer. Okay. Dann nehme ich lieber die Stockmeier-Wurst, die eigentlich genauso schmeckt. Musst du dich aufs nächste Überraschungspaket freuen, dann kommt dann wieder Rügenwalder zu dir. Ey, ohne Scheiß, die war richtig lecker. Ich weiß. Es gibt auch noch, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber ich glaube, es gibt geschmacklich noch einen kleinen Unterschied zwischen dem aus der Fitzelwurst da, die du mir geschickt hast, oder ob man den so ein Päckchen kauft. Du meinst dieses Plastikpöttchen? Mhm. Ja. Ich glaub, da gibt es noch ein bisschen Unterschied irgendwie. Also diese eingewurstete schmeckt meistens noch ein bisschen kräftiger. Ja. Die eingewurstete. Die eingewurstete ist voll lecker, obwohl ich halt immer Probleme damit habe, die rauszuzupfeln, aber. Und mir die Hälfte wahrscheinlich dabei rausfällt, aber. Ist trotzdem lecker. Also, notfalls kannst du es ja ganz zum Schluss einfach aufschneiden, dann kannst du den Rest einfach rausstreichen. Nee. So, Jule, wie geht's dir denn heute so? Mir geht's sehr gut, ich habe gerade ein Weberli gegessen. Bist du gestern eingeschlafen während des Streams von Dönes? Natürlich. Ja. Was hast du gegessen? Ein Weberli. Was ist das? Ken Weberknecht kenne ich, aber der ist bestimmt lecker. Oh nein. Oh. Das wird lustig. Aber natürlich schon die Kotzeritis, wenn ich erzähle. Musst du dir das merken? Ja, das ist aber noch relativ simpel gerade. Was ist denn jetzt ein Weberli? Es ist so ein Küchlein mit so einer weißen Sahne innen drin. Mit Schoko außen drin. Aha, das klingt lecker. Das klingt sehr nach. Ihr kennt die bestimmt. Ich wollte gerade sagen Negerkuss, aber das ist natürlich politisch nicht korrekt. Ja, ist mir ganz egal, wie das. Ich nenne die trotzdem Negerküsse. Die waren von klein auf an, waren das Negerküsse, das sind auch heute noch welche. Als Kleinkind habe ich das auch nicht rassistisch gemeint, also heutzutage als auch nicht. Als Kleinkind wusste... Ja, das ist ja die interessante Frage. Hättest du es als Kleinkind gewusst, was der Begriff bedeutet, hättest du es dann anders verwendet? Nö. Du wusstest es ja nicht.
Das war so eine Rick-Antwort. Nö. Ah, Rick, da, du bist ja. Mein Schulden. Meine Schildkröte. Ist ja so. Es ist ja so. Oder ich schlag ihm eine Ratenzahlung vor. Das könnte ich auch machen. Ich mag diese Klickgeräusche vom Controller. Das sind jetzt ohne Scheiß, sind das jetzt Pinguine? Nein, das sind Schildkröten. Die sehen aber genauso aus. Erstens sehen die genauso aus und zweitens, nein. Doch. Ja, für uns schon, ja. Ja, für euch. Und zweitens, also es könnten beides Geister sein. Das sieht aus wie so ein Schleier, der sich daher bewegt irgendwie. Wir können die ja mal aufnehmen, wie wir das sehen. Und das kannst du hinterher ins Video reinpacken. Ja, ich sehe das ja selbst, wie ihr das seht. Ach so. Das ist ja langweilig. Deswegen habe ich ja gefragt, ob das bei euch deckt. Und weil das bei mir halt auch laggt. Ja, also laggen geht eigentlich gerade. Ja, es laggt schon so ein bisschen, aber ich frage mich warum, weil letztes Mal hat es ja nicht so geleckt. Ja. Wow. Hast du da was anders gemacht? Nein. Er muss ja. Nein. Oder ist die 100K-Leitung heute doch nicht so gut? Vielleicht sind meine Eltern wieder irgendwann am machen, keine Ahnung. Zocken WoW. Zum Beispiel. Aber das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, haben wir so süß rumgehustet und so. Das war nur mit dir und mir. War das nur mit dir und mir? Ja, das stimmt. Stimmt. Kannst mal sehen, wie lange das schon her ist. Ich hab für sowas auch kein Gedächtnis, hör mal. Bist du sicher, dass du aufnimmst, Jule? Ich frag nochmal zur Sicherheit. Ja, schon 16 Minuten und 2 Sekunden. Ja, wir wollten das diesmal doch mal nachfragen, genau. Denn diesmal, Leute, sind wir wirklich live mit unserem Kommentar. Die Qualitätssicherung sind wir hier. Ja, du kriegst aber ordentlich Leben heute. Ja, ne? Das glaube ich dann. 5 Stück und 2 Energietanks. Wow. Burner. Richtig geil. Das kann ja nur gut werden. Also ich habe auch vor, das Spiel heute durchzuspielen. Also dieser Bereich hier gerade hat generell viel von Super Mario, muss ich sagen. Joa. Super Mario, ja, doch schon. Mit so den Röhren und alles und und diesen kleinen Gängen, den größeren Gängen und so. Das ist schon. Und den mittleren Gängen. Nein. Ja, was läufst du denn auch über einen Stachel rüber, hör mal? Dann kann ich ja nichts für. Nee, jetzt nicht mehr, aber vorhin. Ich glaube, ich muss mal da wieder fliegen. Ah, Julle? Ja? Ich hätte noch eine... Oh, wer ist live? Volo You. Ach, von gestern, der Volo. Ich hätte noch eine Session wahrscheinlich von Super Mario Land 2 im Angebot. Das wäre dann auch direkt der Endboss. Da könnte ich dich mit reinnehmen, wenn du möchtest. Hast du den schon mal angespielt? Nein. Und es ist, ich bin auch, ich glaube, 4 oder 5 Mal abgekratzt in dem Schloss, weil das echt nicht einfach ist. Mhm. Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps für mich. Wie ist das denn? Das könntest du mir vielleicht verraten. Wenn ich jetzt sterbe und ich habe keine Leben mehr, keine Continues, und ich bin aber schon im Schloss drin gewesen, also ich hatte alle Münzen, alle 6 Coins hatte ich gehabt. Sind die dann alle wieder weg und muss ich dann alle Endbosse wieder neu besiegen, wenn ich einmal gestorben bin? Oder wenn ich einmal im Schloss drin war, kann ich jederzeit wieder ins Schloss rein, auch wenn ich gestorben war? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nein. Tut mir leid. Weil dann habe ich das Spiel durch. Ich muss nur noch den Endboss machen. Ich meine, gut, dann mache ich halt nochmal die Zwischenbosse da zu wohl, aber... Ich hätte ja ganz gerne auch immer das eine in dem Jackpot gekriegt, wo ich 20 Leben kriege, aber das hat nie geklappt. Das war voll fies. Wie es übelst am Lägen ist. Ja, bei dir läuft's doch flüssig, oder? Nee, weil gerade diese auch ganzen nicht. Bienen auf dem Bildschirm sind. Ach so. So. Das ist ja mal interessant zu wissen. 4 Leben, 4 Energietanks. Oder musst du die Karte mit Stoll nochmal sauber machen? Ja, jetzt ist es bestimmt zu spät dafür. Nein, bitte nicht. Nicht der Yellow Devil. Bitte nein. Yellow Devil? Nein, scheiße. Ach, der, den kenne ich mittlerweile auch. Ich hasse ihn. Mir sagt er jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist einfacher als im ersten Teil. Ja, der zerlegt sich immer in so 1000 Teile, ja. Wenn ich nicht immer reinspringe. Das sehe ich, ja. Und der hat ein Auge, 1. Ist besser als keins, ne? Richtig. Oh, es dauert so lange. Ich bin heute schon wieder nicht dazu gekommen, Frontschweine aufzunehmen. Scheiße. Du hast doch heute, glaube ich, Obscure hochgeladen, ne? Ja, gut. Das 40 Minuten, gesehen. Ja. Ah? Das ist dieser besondere Part. Das ist die Folge ohne Webcam, genau.
Ja. Hat da auch was nicht funktioniert? Es hatte erst was funktioniert, aber nach 40 Minuten in der Aufnahme, ich mache ja mal nach einer Stunde mache ich ja mal so eine Pause und speichere die Sachen ab. Nach 40 Minuten ist irgendwie mein Webcam-Programm abgestürzt und ich konnte aber nichts mehr machen. Ich konnte nichts mehr am PC anklicken. Das Einzige, was ich machen konnte und machen musste, ist Neustart. Und zum Glück wurden die Videoaufnahmen von dem Spiel, die wurden gesichert, aber die Webcam-Spur war weg und mein Audiokommentar war auch weg. Das heißt, ich durfte nachsynchronisieren. Das ist ja schön. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie ist das auch affig, wenn du jetzt beim Nachsynchronisieren noch eine Webcam nimmst, weil du weißt, was da passiert, dann brauchst du keine Webcam. Ja. Und ja, jetzt gibt's halt einen Part dazwischen, der halt 40 Minuten lang ist, weil ich wollte das jetzt nicht in verschiedene kleine Parts teilen, das wollte ich dann auch nicht machen. Und ja. Und in den Parts danach war ich so schlau und hatte mein Webcam-Bild auf 16:9 stehen. Das heißt, ich habe jetzt voll die ultrabreite Facecam oben in der Ecke. Das irgendwie ganz komisch aussieht. Also läuft mal wieder rund, muss ich sagen. Ja, kenn ich. Ja, aber ohne technische Probleme wäre es ja auch langweilig, ne? Ja, aber weißt du, so ein paar weniger. Das würde mich schon freuen manchmal. Mhm. Ich überlege auch gerade, ob ich mal wirklich ein komplettes Let's Play habe, wo überhaupt alles glatt gelaufen ist, wo nicht einmal etwas schiefgegangen ist. Könnte ich jetzt nicht mal hundertprozentig sagen. Hatte ich bestimmt auch mal irgendwann, aber ja. Nein! Also ich glaube jetzt von den längeren, sowas wie Lucky Luke oder Super Mario mit 4-5 Parts oder so, da hat das dann alles mal geklappt. Das war ja auch meistens nur eine Session. Aber ich glaube, bei den längeren, die so mindestens 30 Parts haben, da war bestimmt also immer irgendwas. Ich glaube, also jetzt, was technische Probleme angeht, hatte ich bei Tomb Raider 4 keine technischen Probleme in 132 Folgen. Okay, das ist nicht schlecht. Ja. Da hatte ich eher Probleme mit dem Spiel. Ja gut. Das gibt's auch. Ja. Das hatte ich bei Tomb Raider 1 auch. Ja. Probleme mit dem Spiel. Ja, irgendwann kommt aber noch ein bisschen mehr Tomb Raider bei mir. Ja. Weil ja, an sich, sagen wir mal, die Spiele sind schon nicht schlecht. Also, die sind schon etwas eigen, das ist so. Aber an sich sind die nicht schlecht. Was das mit diesem Springen und sowas und das Abschätzen mit den Kanten und so, das ist schon ja, tricky in den alten Teilen. Von der Atmosphäre her finde ich die auch ganz cool, so von der ganzen Umgebung, so wie das gemacht ist. Aber ja, das, was man da halt machen muss, dieses ewige Springen und Suchen, das geht mir so ein bisschen auf den Zwirn. Ja, obwohl eigentlich mag ich das ja so in Spielen, dieses Erforschen. Was jetzt los? Ja, schon. Aber weil eigentlich wird es ja ganz gut rübergebracht, dieses Archäologische, finde ich, dass sie so eine Archäologin ist und so, mit diesem Abenteuer, bla. Naja. Ah gut, ich meine, das Rumspringen und so, ich denke mal, du konntest das halt damals auch nicht wirklich anders lösen, technisch. Ich meine, die neueren Tomb Raider-Spiele, ich sag mal jetzt ab Tomb Raider Legend und sowas, oder Tomb Raider Angel of Darkness schon, oder Angel of Buckness wird es ja auch gern genannt, das ist halt komplett anders aufgebaut. Ich meine, da kommt es zwar auch noch drauf an, dass du mal so ein bisschen rumspringst, aber du hast jetzt nicht mehr diese Klötze und alles, sondern ist alles ein bisschen schöner und ein bisschen realistischer gemacht und so, und sie hat jetzt nicht diese übertriebenen Spitztitten und sowas alles und ja. Das ist natürlich das Wichtigste, dass sie jetzt vernünftige Titten hat. Ja. Kann er sich nicht mal entscheiden, wo der sich hier aufstellen will, hör mal. Ist ja schlimm. Immer hin und her. Aber ja. Das dauert auch ziemlich, bis er seine Energie verliert, ne? Ja. Ist das schon die beste Waffe? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Hast du jetzt den Needle oder wen hast du da ja, jetzt? Ja, Needle habe ich jetzt. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist nicht so hilfreich. Ich musste ja gestern so lachen, ne, im Stream. Ich weiß nicht, ob du das bitte gekriegt hast, Dave. Aber Dennis hatte zwischendurch einmal hundertprozentig genau gleich gesagt, das finde ich irgendwie nicht so geil. Ja, das hat er tatsächlich genau so gesagt und ich musste so lachen, ich saß hier, ich konnte nicht mehr. Ich fand das so geil, wie er das Unboxing machte und einfach Wort für Wort genau dasselbe. Es war genau das gleiche. Als er den Brief so vorgelesen hat, ich denke, nee, die Worte kennst du doch. Und dann kommt die Karte mit haargenau dem gleichen Gedicht. Und dann wusste ich schon, bevor das Spiel hochhält, ja Dennis, ich weiß, was du kriegst. Ich wusste es einfach. Und ich hab nur gelacht. Sogar der Karton war der gleiche. Das ist Wahnsinn. Solange er den Namen geändert hat, ist ja alles gut. Ja. Hallo Alex, Dennis. Nochmal durchgestrichen oder so. Ja, aber das war echt Hammer. Ah. Ich fand's so lustig. Es war schon nice, war das. Wie lange nehmen wir übrigens auf? Bis durch oder so. Bis durch? Ja. Achso, bis wir durch sind. Hat sich das Spiel jetzt aufgehackt? Nee, achso.
Ich dachte, da wäre. Und wann wollten wir noch aufnehmen, Alex? Ja, heute Abend. Wenn du Lust hast. Ja, nicht während dieser Aufnahme. Ja, das wäre also eigentlich, schon, das wär eigentlich mal geil, wäre das. Nein. Ich nehme im Hintergrund damit Dave auf, genau. Und genau, und die Tonspuren bauen halt in beiden Let's Plays ein. So. Genau. Da spielt Jule und da spielt der Alex und dann. Es müsste sogar gehen mit mehreren Bildschirmübertragungen, mit mehreren Klar, Webcams. Geht das irgendwie. Und dann gebe ich immer meinen Senf ab zu Jule und dann gebe ich wieder meinen Senf ab zu Alex und dann gebe ich immer meinen Senf ab zu Jule.